Ja, ich bin's Alex. Ich habe jetzt das Nazeg ja schon eine ganze Zeit lang, das hier hinter mir auf der Kranschaufel liegt. Und bin jetzt doch schon einige Flüsse damit gefahren. Naja, und auch Seen, also den Chiemsee zum Beispiel, die Amper, die Alz, die Nied in Frankreich, die Isar. Und habe jetzt schon meine Erfahrungen gesammelt. Also ich war von wirklich stehendem Wasser quasi bis zu fließendem Wasser, Wildwasser 2 stellenweise, würde ich sagen, auf der Isar damit unterwegs. Und glaube ich, kann mir jetzt schon ein Urteil erlauben. Wobei natürlich, Urteil ist immer krass gesprochen, es ist ja kein Urteil, sondern es ist meine subjektive Erfahrung, die ich gesammelt habe mit dem Nazeg-Kajak. Diese Erfahrungen sind überhaupt nicht repräsentativ für irgendwas, sondern einfach nur meine ganz persönliche subjektive Wahrnehmung. Also das Nazeg ist natürlich kein Wildwasserboot, auch wenn ich es im Wildwasser benutzt habe. Es ist natürlich eher ein Wanderkajak und die meisten von euch werden es wahrscheinlich auch als Wanderkajak benutzen, wobei ich eben schon beim Surfen war damit. Kehrwasser gefahren damit bin und auch den einen oder anderen Schwall runtergefahren bin. Als erstes geht es um den Verschleiß. Und zwar dazu drehe ich mal das Boot um. Denn der Verschleiß ist ja vor allen Dingen an der Unterseite. Ich hatte ja doch ziemlich viel Berührung mit dem Grund, speziell auf der Isar und auf der Amper. Also da schrabbelt man ja immer wieder über Steine drüber. Und wie ihr seht, also es gibt Verschleiß. Aber das hält sich alles völlig in Grenzen, finde ich. Also da würde ein normales Wildwasserkajak auch nicht anders aussehen. Die neuralgischen Stellen sind natürlich hier, wo der Verschluss jeweils ist, wo die Kanten aufeinandertreffen. Das ist die vordere Kante. Jetzt komme ich hier zur hinteren Kante hier. Also man sieht hier natürlich deutlichen Abrieb, aber also da ist so viel Material drauf. Dass ich da noch lang, lang, lang über Steine schrabbeln kann. Am massivsten ist natürlich hier das Kick mit betroffen. Aber das ist ja quasi ein massives Teil. Das kriegt man definitiv nicht durch. Als nächstes komme ich dann zum Verschluss. Also der Verschluss, muss man wirklich sagen, ist wirklich bombenfest. Also da fehlt sich überhaupt gar nichts. Vorne und hinten, beziehungsweise hinten und vorne. Als nächstes komme ich zur Sitzanlage. Die Sitzanlage ist meiner Meinung nach okay, aber es gibt natürlich bessere. Also das ist ganz klar, Sitzanlagen, die hier auf der Seite noch eine Polsterung haben oder vielleicht ein bisschen besseres Polster haben im Sitzbereich. Klar. Was halt genial ist, ist diese verstellbare Rückenlehne rauf und runter. Also das finde ich sehr angenehm, dass man sich die individuell einstellen kann. Und genial sind meiner Meinung nach diese Fußrasten zum Einstellen mit diesen Drehteilen vor und zurück. Also das ist absolut genial. Da gibt es deutlich schlechtere Varianten, wo man immer aussteigen muss aus dem Kajak, um sich die anständig einzustellen. Hier ist es überhaupt kein Problem. Da setze ich mich ins Kajak und während ich drin sitze, kann ich die Fußrasten einfach vor und zurück und wieder feststellen. Ja, jetzt wollte ich noch was zum Fahrverhalten des Nazeg-Kajaks sagen. Und zwar, also ich finde, es läuft wunderbar geradeaus, wenn man eben auf einem See ist oder auf einem ruhigen Gewässer ist. Es ist nicht das schnellste Boot, aber ganz klar, es ist ja auch nur 4,20 Meter lang. Es lässt sich auch ganz toll auf die Kante stellen und auf der Kante auch ins Kehrwasser fahren, aus dem Kehrwasser rausfahren, wenn man bewegtes Wasser hat. Das geht einwandfrei.
Ich wollte noch was zur Stabilität des Boots auf dem Wasser sagen. Und zwar, ich habe wirklich einige Anfänger gesehen mit dem Boot, die das erste Mal im Kajak gesessen sind und vorher noch nie und ihre ersten Erfahrungen gemacht haben. Und dieses Boot vermittelt eine absolute vertrauenserweckende Stabilität. Also damit umzuschmeißen ist wirklich schwer. Außer man ist deutlich übergewichtig. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ansonsten absolut vertrauenserweckend. Ja, ein weiterer für mich wichtiger Punkt, weil ich das halt einfach gerne mache, ist die Eskimo-Rolle. Die Eskimo-Rolle lässt sich wunderbar mit dem Kajak durchführen. Also ich komme echt klasse damit zurecht. Aber das ist natürlich, jedes Boot fühlt sich anders an und jeder macht die Eskimo-Rolle ein bisschen anders. Für mich taugt es das absolut. Es ist halt nur so, man muss die Fußrasten ziemlich eng einstellen, dass man richtig fest in dem Kajak drin sitzt. Also mit Füße, mit Knie, mit Hintern, dass man die Kraftübertragung des Paddels und des Paddelschlags beim Rollen eben direkt aufs Boot übertragen kann. Ja, einen Punkt, den es gibt, ist, man sollte das Boot, wenn man es trägt, wirklich in Einzelteilen tragen. Also ich habe es versucht und habe das Kajak auf der Schulter im Ganzen getragen, so wie man das normalerweise mit Wildwasser-Kajakbooten auch macht. Aber es ist zu schwer. Also es geht ganz, ganz kurze Strecke. Ansonsten trägt man es am besten zu zweit an den Haltegriffen vorne und hinten. Aber auf der Schulter, also es tut weh und ist wirklich schwer. Baut es einfach auseinander und tragt es in Einzelteilen. Nachdem der Hersteller ja noch nicht besonders alt ist, also noch nicht sehr lang auf dem Markt ist, ich glaube es sind jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre, ich hoffe, dass ich damit richtig bin, dafür ist es ein wirklich geniales Kajak und ein super guter Wurf. Also wunderbar, es passt in das kleinste Auto, auch das habe ich ja schon ausprobiert. Ich bin auf jeden Fall rundum zufrieden. Ich werde das Boot auf jeden Fall noch lange weiterfahren und denke, ich werde noch viel Spaß haben damit und werde euch natürlich immer wieder auf die Touren auch mitnehmen. Damit war es das jetzt schon wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Alex.